wie vorhin Ruiz, dass Lübeck auch vertreten sei. Ja, auch ich bin Forscher in Lübeck. Es wird noch mal ein ganz kleines, ja genau, ein Applaus für Lübeck mal, für alle, die aus Lübeck hier sind. Da wird auch geforscht. In meiner Rolle als Psychologe habe ich so ein bisschen den Auftrag bekommen, ein wenig doch politisch noch mal zu werden. Und mein Vortrag trägt den schönen Titel Psychologie der Manipulation. Wir wollen uns mal anschauen, warum denn so jemand wie Donald Trump dafür sorgt, dass wir hier alle auf der Straße stehen und wie er das vielleicht hingekriegt hat. Also nicht, dass wir hier auf der Straße stehen, das wissen wir alle, aber wie er seinen Wahlkampf gemacht hat. I will try to translate my speak in English as well, so please be patient with me. My talk is about the psychology of manipulation, and I would like to explain why Donald Trump is one of the reasons why we are standing here in Hamburg in this little bit chilly weather to demonstrate for science. So, was sind die Mechanismen, wenn man als Psychologe sich das anschaut, wie Donald Trump oder auch andere Politiker uns als Wähler manipulieren wollen? Was ist das Ziel? Natürlich eine Meinung zu besetzen und uns dazu bewegen, die Partei zu wählen. Und ein sehr beliebtes Mittel, das es gibt, und das können wir weltweit beobachten, ist das Säen von Angst. Und ich rate allen, mitzuachten, wenn euch politische Reden oder Wahlplakate begegnen, darauf zu achten. Das Säen von Angst ist ein großes Thema, das erleben wir weltweit. Wir erleben das hier gerade in Deutschland durch eine Partei, die das tut, der AfD, die uns auch große Ängste schildert, die wir in unserem Land haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch alle anderen politischen Lager dieses Mittel nutzen und da immer aufpassen sollten, wenn uns Angst gemacht werden soll, kritisch zu hinterfragen, müssen wir tatsächlich Angst haben. So, one of the first things you can do to manipulate voters is to make them fear something. And we can see worldwide that there's always politicians that want to set fear in our minds, fear for things that aren't really fearful. So please always have a look out. If politicians try to make you be afraid of something, just check if you have to really afraid. Der zweite Aspekt, den es immer wieder gibt, ist Wut und Feindseligkeit anzustacheln. In den Vereinigten Staaten war es so, dass Mexiko Ziel der Feindseligkeiten war. Wir brauchen uns in Deutschland nicht fragen, gegen wen hier gerade geschossen wird in unserem Land. Und der Hintergrund dieser Geschichte ist der, dass für uns, wenn man sich als Psychologe dann betrachtet, Schuld an meinem Unrecht, was ich gerade erlebe, an meinem Nachteil, den ich habe, haben natürlich immer alle anderen. Ich selber habe nie Schuld und auch das wird sehr, sehr gerne benutzt. Also Schuld anderen zuzuweisen und damit Wut und Feindseligkeit zu schüren. The second tool for politicians is to set anger and hostility towards other people. So in America it was Mexico. And in Germany, you know, we have a lot of refugees here, and for all the problems that are in our country, or are probably not in our country, there are always people who are to blame. And just to be careful and check if you blame the right people for the right reasons. Das dritte probate Mittel ist in der Psychologie der Manipulation das Schwarz-Weiß-Malen. Es gibt nur das eine oder das andere, dazwischen gibt es gar nichts. Und das bekannteste Beispiel kommt tatsächlich auch aus den Vereinigten Staaten. Der eine oder andere wird sich daran vielleicht noch erinnern. George W. Bush Jr., der damals sagte, wer nicht mit uns ist, ist gegen uns im Krieg gegen den Terror. Und damit war es vollkommen unmöglich, sich in seinen Augen anders zu positionieren als für oder gegen ihn. Und dieses Schwarz-Weiß-Malen ist auch sehr, sehr gefährlich, weil es den Menschen die Chance gibt, sich in der Mitte zu positionieren. Und wie wir alle wissen und auch alle Wissenschaftler wissen das, die Welt ist nicht immer schwarz und weiß, sondern wir haben eine ganze Menge Grautöne, die wir immer wieder vor uns sehen. The third tool is painting the world in black and white. Just the one or the other, and you have to decide on which side you're on. Some of us probably remember George W. Bush Jr. who said, who's not with us is against us in the fight against terrorism. So just be careful to and always remember that there is not only black and white, but there's a lot of shades of gray, no pun intended in this language. So there are always shades of gray
and we have to be mindful of this. Das vierte Werkzeug ist gar nicht unbedingt ein Werkzeug, aber es ist ein ganz spannendes Phänomen. Das nennt sich Framing in der Psychologie. Und was ist damit gemeint mit Framing? Einen Rahmen um etwas legen. Wenn wir uns einfach mal die Fakten zu den Flüchtlingen in Deutschland anschauen und mal einfach die Zahlen anschauen, wie viele Flüchtlinge in den vergangenen 2 Jahren überhaupt nach Deutschland gekommen sind, dann gibt es ein Easy-Verfahren, nach dem die gezählt werden. Das ist das Verfahren, aus dem ich jetzt diese Zahlen genommen habe. Und 2015 waren es 890.000 Flüchtlinge und im Jahr 2016 320.000 Flüchtlinge. Das sind die Fakten. Die sagen uns aber überhaupt noch gar nichts. Framing beginnt dann, wenn diese Fakten interpretiert werden und daraus Schlüsse gezogen werden. Sind diese Menschen eine Gefahr? Ist das gefährlich für unser Land oder nicht? Das ist die entscheidende Frage. Und das wird von allen Parteien genutzt, denn jeder Partei in Deutschland liegen die gleichen Zahlen vor. Aber das jeweilige Wertesystem der Partei bestimmt die Interpretation dieser Daten und damit auch die Handlungsstränge. Insofern ist es immer wichtig zu beachten, wie sieht das Framing aus, was wird mit den Fakten getan. Und damit ist es dann nicht immer nur getan, nur auf die Fakten zu gucken. Und gerade in unseren Diskussionen Fakten versus Fake News, manchmal ist auch der Rahmen, der um die Fakten gelegt wird, ganz, ganz entscheidend im Diskurs. So I will make this one very short. The fourth tool is framing. So how many refugees did we have in the last 2 years in Germany? And if you go to some numbers that are fact-checked, there are around 1 million refugees that came to Germany in the last 2 years. And this is the fact. This is no interpretation. And now every political party, every person puts a frame around those data, those facts. And you can be frightful of the refugees or you cannot be frightful, but it's very, very important to know that facts and fake news are not the only two things, but the frame you put around the facts and the interpretation of the facts are very, very important. And in the political debates, this is also very important. Und ich muss einfach, das tue ich jetzt auch mal aus einer gewissen Ideologie heraus, vielleicht nicht ganz so harsch wie vorhin, aber ich möchte einmal ganz kurz auf das Framing der Alternative für Deutschland eingehen, die da im Moment sagt, wir haben eine Diktatur der Elite in Deutschland, es gibt eine Lügenpresse in Deutschland, wir haben ein Problem mit Überfremdung und wir haben einen Verlust unserer Identität in unserem Land. Was ist daran dran? Naja, die Diktatur der Elite, wenn damit die politischen Parteien gewählt sind, die hat jeder von uns gewählt. Also von einer Diktatur kann wenig gesagt werden. Lügenpresse, glaube ich, würde den Rahmen sprengen. Aber interessant ist noch einmal das Phänomen der Überfremdung. Und ich bin mit einer Kulturwissenschaftlerin verheiratet, die mir mal irgendwann gesagt hat, es gibt einen ganz entscheidenden Spruch, nämlich Kultur ist keine Konstante. Jede Gesellschaft, jede Kultur ist einem ständigen Wandel überzogen und das hat überhaupt gar nichts mit den Menschen innerhalb dieser Kultur zu tun oder wo die herkommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt gar keine deutsche Kultur und das sollten wir alle beachten. I will say some words to one German political party, the Alternative for Germany, the name of the party in Germany. And this party has framing for the problems in our country, and they say it's a totalitarian system we live in. The press is full of fake news, and we have a big problem with people from other countries coming in our country, and we lose our German identity, and we lose our German culture. So you always have to remember that culture is a thing that is always transforming. There is no constant in culture. So every culture, every country is a country of constant change, and so we should not be afraid of change, but embrace the change and see the chances in change. Jetzt habe ich eine ganze Menge über Probleme erzählt. Jetzt möchte ich zum Ende noch ganz kurz ein paar Worte darüber sagen. Was gibt es denn für Lösungsansätze gerade gegen dieses Framing? Was kann man denn eigentlich tun, wenn man dem begegnet? Ganz wichtig ist, wenn man so etwas begegnet, nicht das Framing anderer zu benutzen, sondern eine eigene Geschichte zu erzählen. Nicht sagen, wogegen man ist, sondern sagen, wofür man ist. Und wenn man... Ja, da kann man...
Und immer dann, wenn man die Frames anderer Leute aufgreift, aktiviert man sie wieder und bringt sie in die Köpfe rein. Ich habe ein Wort in der ganzen Zeit nicht benutzt, was aber alle anderen immer ständig benutzen, nämlich das Wort Flüchtlingskrise. Es gibt keine Flüchtlingskrise. Es gibt eine Krise in Syrien, die dazu führt, dass Menschen das Land verlassen wollen. Aber ich sehe hier keine Krise. Und deshalb sollten wir immer aufpassen, nicht das Framing und vor allen Dingen auch das Wording anderer Leute zu benutzen. Leider, leider, wenn wir uns die aktuellen politischen Diskurse anschauen, passiert genau das nicht, sondern alle, wenn ich salopp formuliere, stoßen ins gleiche Horn, was sehr bedauerlich ist. Da sollte sich vielleicht der ein oder andere mal emanzipieren. So, what's a chance against framing? What can we do? You have to tell your own stories. Don't use the words. The framing of other people. Tell your own stories. Be mindful of solutions. Don't look at the problems. And if you, the German word is a refugee crisis. And we don't have a refugee crisis here in Germany. We have a crisis in Syria. That's why people come to Germany. But there is no crisis here in Germany. So don't use these kinds of words and these kinds of framing. Und wenn ich mal davon ausgehe, dass hier eine ganze Reihe von Wissenschaftlern vor Ort ist, dann kann ich sagen, die werden das alle wissen, aber für alle anderen, was kann man denn tun, jeder Einzelne, wenn man solchen Aussagen sich ausgesetzt sieht? Natürlich kommen dann immer so ganz einfache Sätze, Fakten checken, Aussagen und Quellen prüfen, das kennt jeder von uns, das tut wahrscheinlich auch jeder von uns, aber, und das ist ganz, ganz entscheidend, wir alle müssen noch Confirmation Bias, das ist etwas, was es in der Psychologie seit 20 Jahren richtig, richtig gut untersucht ist. Das ist fast so stabil wie das, was am DESI entwickelt wird. Wir haben über die Wahrscheinlichkeit von Wissenschaft schon gesprochen. Nämlich die Neigung, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und zu interpretieren, dass diese unseren eigenen Erwartungen erfüllen. Wir lesen gerne das, was wir sowieso schon wissen, dass wir es wissen. Und dafür müssen wir uns alle in Schutz nehmen, davor ist keiner gefeit. Achten Sie bitte darauf. Prüfen Sie die Fakten, aber seien Sie auch immer und vor allem kritisch sich selbst gegenüber. To conclude this speech, I just would give some simple advice how to deal with framing, wording and stuff I told you before. So always check the facts. Look who's talking and check what he's talking. Always check the sources. Look where the information is coming from, it's very important. But always remember that you look for your own confirmation bias, a psychological phenomenon that is very well researched over the last 20 years. What means, or what does confirmation bias stand for? It stands for the... Weiß einer, was Neigung heißt? The tendency, oh, very great people here. The tendency information to choose information, to look for information and to interpret information so that they always seem like your own inner confessions or commitments. So always look out for your own confirmation bias. Thanks you a lot for being here. Thanks a lot for standing up for science. It's very, very important for the democratic process. Danke, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass Sie für die Forschung auf die Straße gehen. Es gibt nichts Wichtigeres als eine freie Forschung für ein freies, demokratisches Land. Dankeschön. Vielen Dank an Alexander für das Plädoyer für freie Wissenschaft. Als nächstes darf ich hier Professor Dr.